Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Tavano bei Borderlands 2. Und heute sind wir auf ganz besonders wichtiger Mission unterwegs. Wir müssen nämlich den armen Skag, den wir da mitten in dem umkämpften Gebiet, was wir so zerschossen haben, gefunden haben, unterstützen mit Nahrungsmitteln, sozusagen eine humanitäre bzw. animalische Rettungsaktion. Und deswegen steht auch oben rechts in der Ecke Tierrettung, Medizin. Und deswegen geht's jetzt los und Tavano führt wie immer. Du machst unglaublich gute Ansagen, Weiß solltest du ich öfter doch. machen. Ja, kann ich gerne tun. Ich wollte dich einfach mal loben. Man soll seine Angestellten ja gut behandeln. Ja, genau. Ich werde auch so gut bezahlt bei dem Tavano. Es ist wirklich grandios, immer wieder. Oh, was war das? Hast du irgendwas gemacht? Nein. Du bist tot. Hä? Nein, wir sind. Ich bin an den. Ein Doch, ich bin gestorben anscheinend durch irgendwas. Okay, weil ich hab nur nach der Granate gegriffen. Ach, vielleicht war da irgendein Scheiß drin. Vielleicht ist Das das so kann eine sein, ja. Kiste, die. Okay, ich hab nur nach der Granate gegriffen. Warte, soll ich das nochmal machen? Nee, ich will Ja, nicht. jetzt ist sie dazu. Ja, Offen, meine okay, ich. gut. Ja, das war jetzt echt strange. Was ich zur Bezahlung sagen wollte, natürlich kriegst du deinen Anteil, wenn Ja, wir den Boss verdienen. genau. Nee, wahrscheinlich war das die direkt die kleine Rache dafür, dass er seine Angestellten so schlecht bezahlt, der Tavano. Genau. Ja, Sollen wir genau. schon mal, soll ich schon mal starten oder Ja, warten? starten wir mal. Dann. Kacke daneben geschossen. Okay, es interessiert den Zwerg auch kein bisschen, dass ich daneben geschossen habe. Aber der Typ da hinten auf dem Dingsbums, den interessiert es, dass ich daneben geschossen habe. Das ist unglaublich. Egal, gehen wir Boah, mal krass, raus. das ist ja seltsam. Der Sniper ist ja seltsam. Du schießt drei Schuss. Der ist echt komisch. Boah, damit treffe ich ja gar nichts. Ah, das ist auch. Oh, ich Idiot, das ist auch gar nicht der Sniper. Ich hab mich schon gewundert. Warte mal. Wahrscheinlich ein Lass MG mir drin gehabt, den nicht? mal. Nee, jetzt mach ich ja MG, das war. Ach, doch, Gehen ja. lassen. Warte. Oh, okay, der ist tot. Irgendwas? Den meint. Nee, der lebt noch. Warte. Ah, verdammt. So, den meinte ich. So. Oh, ey, Kacke, das ich war ja. treffe mal Warum wieder hat mich nicht. mal wieder keiner darauf hingewiesen? Er hätte mich Worauf? mal darauf hinweisen können, dass ich hier mit dem MG schieße. Du schießt mit dem MG. Ach so, ah, okay. Ja, jetzt tue ich das ja nicht mehr. Du hättest mich auch darauf hinweisen können, dass ich jetzt Du nicht mehr mit hast dem mit dem MG EG schieße. geschossen. Ah, warte. Okay, den habe ich verprügelt. Oh, warte mal, ich muss so kurz in Deckung gehen. Verdammt, mein Au. Schild ist unten. Ah, soll ich dir helfen? Nein. Okay. Mein Schild ist unten. Ich habe wieder zu viel Blödsinn gemacht. So, ich lade kurz auf. Und lade kurz mal meine Waffen nach. Lalala. Ihr hört im Mit dieser Hintergrund, dass Pumpgun der muss man ein Tavano paar da richtig Risiken schön eingehen. aufräumt. Mit der Pumpgun muss man Risiken eingehen. Ich finde es so Mit cool, dieser es wird hier Pumpgun ist sonst rumgeballert und langweilig. die Marodeure, die kümmern sich nicht. Na gut, ich komme mal zu dir. Ja, auch ich habe ja gerade eben an den Zwerg vorbeigeschossen, ja auch, und alles geht plötzlich auf mich los und der Zwerg geht einfach in Ruhe weiter seine Runde. Ich glaube, irgendwas ist Ah, gerade, die schießt. Ah, okay, ja. dass Was ich meinst du? gerade schon die richtige Richtung gehe, wollte ich Ah, gerade ja, sagen. prima. Oh, in die Mine rein. Ich Mhm. denke nach Ich glaube, es hinten. war nur. Das ist, glaube ich, nur ein Tunnel. Ach Ja, so, okay, nicht so wie bei Gothic. deck du nach hinten, was? Wen soll ich decken? Nicht mich. Ah, okay. Ja, der Tavano, mein Gott, der Tavano. Was Oh, ist da mit ist wieder mir? was. Ach, Ich bin dein Gott, finde ich cool. Greif schon mal an, ja? ich habe gesagt, mein Gott. Ach so, ja, mein Gott, stimmt, das Ein recht. Gott der Tavano, hast du gesagt. Das findest du cool? Guck mal, das ist wieder. Ich habe schon wieder hier das. Schon wieder die falsche Wumme, egal. Wenn ich als Gott bezeichnet werde, ist nicht so Da übel, sag ich kommt ein mal. komischer Sitz, sonst wie Zwerg. Der ist tot. Und noch einer. Der ist auch tot. So. Die Pistole ist cool. Oh, lass uns gleich mal. Lass uns. Na, egal. Lass uns mal Uns einen. gleich mal. Lass uns mal ein Dings machen. Einen, wie heißt es? Ist er tot? Ja. Darf nicht. Lass uns Ein Dings mal. machen, was Ja, meinst so du? ein Western-Standoff machen. Gegeneinander oder wie? Ja, gegeneinander. Ich Das habe geht ja aber leider kein. nicht anders. Ich habe aber nur eine Pistole mit Explosivmunition und. Renn mir nicht in den Schuss. Wenn man es nicht. Also, das meint mit Waffe ziehen richtig auch? Also vorher eine andere Waffe dann drin haben oder wie? Ja, mal gucken. Vielleicht, weiß nicht, ob das gut funktioniert. Aber wäre doch sicherlich auch mal lustig. Und du weißt schon, dass ich Waffenwechsel, glaube ich, bei mir geskillt habe. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich schneller. Ja, ich aber auch ein bisschen. Weil hier oben rechts Okay. ist was. Ich hol das mal kurz. Da bist du mir im Weg gelaufen. Oh, lecker. Ist, dass wir Skagfleisch an einen Skag verfüttern? Das Ist schon pervers. Was ist in ist jetzt schon? Ordnung.
Ach komm, du kommst aus Pandora, du müsstest das kennen. Ich glaube, ich gehe mal wieder mit dem Sniper. Ja, ich überlege gerade, ob ich mal wieder was anderes mache, weil es irgendwie doch zu... Ja, viel hinten stehen und nichts tun ist. Wobei, da du ja aufnimmst, ist es ja gut, wenn du Action zeigst. Ja, aber ich muss sagen, das Sniper ist ganz cool, weil da siehst du nämlich... Oh, verdammt. Hast mehr Überblick, ich weiß. Ja, und du siehst halt die Gegner auch endlich mal. Weil sonst sterben die einfach. Also, ich sehe die Gegner nie. Hä? Komisch, der steht da... Warte mal, schieß den mal nicht ab. Ah, zu spät. Gut, zu spät. Weil der stand irgendwie seltsam. Vielleicht war das... Ich dachte, das sei vielleicht ein Bug. Der lebt noch. Scheiß. Warte, Sekunde. Was für eine Schweinerei, sagt er. Ja gut, also wir sind... Oh, ich helfe dir. Ich habe ihn in dem Moment getroffen, wo... Also ne, er hat mich in dem Moment getroffen, wo ich ihm gekillt habe. Also wir sind halt hier... Immer daran denken, wir sind hier auf der... Hä? Von wo schießt der? Ach Gott, steht direkt neben mir und ich sehe es nicht. Danke für deine äußerst gute Hilfe. Ja, warum? Du hast gesagt, ich soll dir nicht helfen. Hab ich das? Nee, aber du hast nicht gesagt, dass, mir helfen soll, dass ich dir helfen soll. Oh, so. Lecker Skag. Mm. Ja, sonst fragst du immer. Ich bin das so gewohnt von dir. Ja, ich bin halt einfach ein lieber Mensch eigentlich. Eigentlich. Nur dann, wenn man es richtig... Ja, dringt. Genau. Eigentlich nur dann dich. Oh, warte mal. Ja, spring mich in die Luft. Nee, noch nicht. Wenn man es dringend nötig hat, ja. War das gut so, mit dem in die Luft springen, oder? Warte mal. Warte, guck, warte, noch mal kurz und... Yes! Das ist immer sehr witzig mit dem Geschütz. Und es schießt auch noch, sehr gut. Oh, hier ist wieder ein kleines Schränkchen. Ich hab meinen einen Gegner weggehauen. Oh, was ist das denn? Ich werd wieder angekotzt. Oh, guck mal, hier sind nette Sachen. Vielleicht. Hey, nimmst du mit? Disturbed Survivor Klassenmod. Security Shock Trooper Klassenmod. Shadow Ninja Klassenmod. Das brauchen wir noch alles gar nicht. Das eine ist Kommando, das ist Assassin und ist da noch eins? Ja, ich sehe da drei. Es sind nur zwei. Achso, ja, das eine habe ich mitgenommen. Okay. Und das ist auch Assassin. Das in der Mitte kannst du mitnehmen. Ja, mache ich. Einfach mehr mitnehmen, können wir uns nach der Pause angucken. Jo. Achso, ja. Gar nichts passiert. Hä? Mir würde nie Fehler unterlaufen. Fehler im Sinne von hängen geblieben? Nein, ich würde niemals vergessen, eine Uhr zu stellen. Ach so, ach nein. Never. Wie kommt man auf die skurrile Idee? Ist ja lächerlich. Mal die verlaufende Zeit auf 5 Minuten. Ich will. 5 Minuten geschätzt, war es okay? Ich will snipen. Ja. Warte mal, ich nehme den hinten. Den Motor hinten rechts, ja. Ich stehe in der Ecke. Boah, scheiße, ich bin echt schlecht. Aber der hat sich bewegt, der hat sich gerade in dem Moment bewegt. Das Problem kenne ich. Ah, die wahrscheinlich denken sich die Zuschauer, ja, vor allem. Ich war jetzt eine super Unterstützung gerade. Das Fass. Welches? Das da? Beim Schrotschießen geht halt auch mal ein bisschen was daneben und ich habe es nicht bemerkt. Und dann oh Mann, ey, wir haben heute... Entschuldigung. Stand ich direkt daneben. Ich war heute im Labor und wir haben halt über genetische Veränderungen von Zellen geredet. Und man kann halt, also ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder hier, der hier in irgendeiner Weise was mit Biologie zu tun hat. Aber man kann, was machst du? Müssen wir hier irgendwie hoch? Ah ja, okay. Genau, machen wir mal. Man kann Zellen dadurch mit genetischem Material sozusagen, also mit verändertem genetischen Material oder beziehungsweise genetischen Material anderer Zellen bereichern. Boah, jetzt hör mal auf mich zu schießen, das nervt. Indem man halt einfach eine sogenannte Gene Gun oder... Ich wurde weggeschoben, lustig. Gene Gun, ja. Entweder Gene Gun oder Particle Gun mit Gold- oder Wolframstücken belädt, ganz klein. Und dann dann darauf sozusagen die entsprechenden... Boom, Chakalaka, sagt er. Die entsprechenden... genetischen, also die Gene im Prinzip aufträgt. Und wenn man das, oh, das hat geklappt. Sehr schön. Und wenn man dann damit auf die Zelle schießt, dann werden halt sozusagen diese genetischen Modifikationen halt übertragen auf die Zelle. Mhm. Und, das fand ich gerade irgendwie lustig. Aber das kennt wahrscheinlich auch jeder. Und, total. Ja, also jeder, der hat irgendwo vor sich hinter dir. Jeder, der irgendwas mit Bio zu tun hat. Du müsstest das eigentlich auch kennen.
Ich mache Medizin und noch nicht im forscherischen Bereich, sondern gut, okay. Nur in der angewandten Sache und so. Hier liegen ziemlich eine Menge Kackwaffen rum, weißt du das? So, ich hab den Kopf verprügelt. Kackwaffen? Ja, wir müssen nicht zurück. Ja, da. Geradeaus. Ja. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit über Gene Guns geredet und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf kam, aber wahrscheinlich wegen Schrotflinte. Weil das funktioniert im Prinzip wie eine Schrotflinte. Das heißt, du schießt einfach ganz viele kleine Partikel und hoffst, dass halt irgendeine von diesen Partikeln irgendwas trifft, was dir was bringt. Kann man da runterspringen? Da unten ist der Tunnel, wo wir durchgegangen sind. Dann müssen wir also runterspringen. Ja, dann mal los. Soll ich dir in den Arsch treten? Hier oben gibt es wahrscheinlich noch was zu looten, aber egal. Springen wir runter. Okay, warte mal. Stopp. 3, 2, 1. Haha! Und weil ich springe dir auf den Kopf. Nein, das hat nicht funktioniert. Oh, verdammt, ich bin. Oh, das hat wehgetan. Ich überlege gerade, ob ich bei dem normalen Pistole bleibe oder wieder die mit der Explosion nehme. Ich bin gerade voll mit den Eiern auf dem Telegrafenmast gelandet. Ich will es nicht genauer wissen. Lecker. Kann man das öffnen? Oh, geil, ein Klo. Cool, ich hole hier gerade eine Sniper-Muni aus dem Klo. Das ist eigentlich immer wieder sehr. Naja. Äußerst erotisch. So. Ah, genau, jetzt kommen wir wieder. Daher, wo wir gerade waren. Und wahrscheinlich sind hier direkt wieder neue Gegner. Diese Durchsagen hier sind einfach nur so krank. Ich hatte gerade keine. Achso, bei mir war gerade von wegen, wenn jemand jemanden kennt, der eventuell den Aufenthaltsort eines... Warte mal kurz. Ja, erzähl weiter. Der eventuell den Aufenthaltsort eines Kammerjägers kennt, dann soll er sich ganz freiwillig melden und das preisgeben. Andernfalls wird er nur gefoltert und was auch immer alles. Also ganz freiwillig. Ganz freiwillig, ja. Kein Problem. Und wahrscheinlich wird er dann trotzdem gefoltert. Achso, ja, das auch. Aber denk dran, dass wir jetzt wieder Gegner hier haben. Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade vorschlagen, dass wir versuchen... okay, ist zu spät. Dass wir mal versuchen, durchzukommen, ohne irgendjemanden zu... Naja, auf uns aufmerksam zu machen. Bist du irre? Das wäre witzig. Sneaky-Modus in Borderlands. Ja, warum nicht? Du weißt schon, dass die Gegner, wissen wir mal, an... Orte getriggert sind, das heißt... Ja. Soll ich dir helfen oder erschießt du wen? Ich erschieß wen. Okay. Hab diesmal jemand direkt vor mir. Oh, also mehr oder minder direkt. Du, Straving! Okay, jetzt nicht mehr. Ey! Oh Gott, ist der tot. Gott, ist das schlecht zu zielen. Nein, ist nicht tot. Ich glaube, ich nehme lieber den da. Hä, ist der tot? Oh, nee, ist er gar nicht. So, komm. Straving! Ah, jetzt ist er tot. Ja. Mag meinen Colt. Ist schon ziemlich cool. Aber meiner hier ist auch ziemlich gut, weil das ist einfach, das ist so. Das macht dann einfach so Schaden, zwar nicht direkt, aber dann zersetzt es den halt. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich krieg irgendwas so weggeballert. Welchen gehst du, auf den linken oder auf den rechten? Auf den direkt vor uns. Okay, gut. Wenn er nicht an mir vorbeiläuft. Geht doch. Gut. Oh, nice. Die Waffe ist echt nicht schlecht. Ja, jetzt hier, ne? Sneaky. Ich wollte jetzt Sneaky machen. Oh, warte mal, ist irgendwo ein Zwerg. Ach Gott, nee, kein Zwerg. Psycho. Komm, ich prügel mich mit dem Psycho. So. Scheiße, ist mir der Zwerg vor die Flinte gelaufen, Mann. Boom. Warte mal, kann man hier irgendwas sprengen? Kennst du das, wenn Gegner sich in dem Moment ducken, wo du ihnen Kopfschuss verpassen willst? Ja. Kennst du das, wenn du in dem Moment aufstehst, wenn jemand zufälligerweise schießt? Nein. Na gut, aber bei Borderlands ist das eigentlich, passiert das nie. Aber Battlefield oder so. Bei Battlefield ist es öftiger, ja. Öftiger. Öftiger. Ist es öftiger? Hey, warte mal, von wo kommt denn jetzt wieder der Geballer? Ah, da hinten kommt einer. Und unter uns sind noch welche. Ich glaube, die unter uns treffen uns gerade nicht so ganz. Mich hat irgendwas getroffen, ich weiß nicht, was es war. Ich warte mal kurz nach. Also ich weiß nicht. Warte mal, ich spring zu mir rüber und verprügel den. Ich bin... Das war ich schneller. Ah, schade. Das war ich schneller. Ich rede heute so gut, dass Deutsch ist. Unglaublich, ja, du oder? Russisch. Ah, komm. Ich meine, du bist ja auch Russe. Genau. Merkt man auch in deinem Namen, also demnach. Tavano ist so ultra-russisch. Tavano ist anscheinend tatsächlich Portugiesisch. Portugiesisch? Ah ja, deine Geschichte hast du mal erzählt. Hey! Hab ich dir auch im letzten Jahr erzählt oder nur... Offscreen habe ich schon gegeben, ja. Oh, wo ist er denn? Ja, wo ist er hin? Da rein. Oh, ah! Hi, Skaggy! Ist er größer geworden? Ja, klar ist er größer geworden. Du hast ihm auch was zu essen gegeben. Kannst du die... Oh, wie süß!
Kannst du Komm, die Questbringer abgeben, Kraul, wenn du warte mal willst. kurz. Nya, 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 Kraul, Mal ein Kraul. bisschen kraulen mit Okay. meinem. Er scheint aber immer noch Hunger zu haben. Er hat immer Hunger. Den harmlosen Skag. Ja, cool. Was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen Erfahrung und wir kriegen Geld. Aber sonst Kannst erstmal bei ihm eine neue nichts. Quest annehmen. Das Wenn heißt, du noch mehr einen zu essen Skag holen. Medizin gibst, wird er Futter wollen. Ach was. Vielleicht kriegst du ihn mit ein paar Skag-Zungen satt. Schieß einfach genug Skags ins Maul. Dann hast du eine ordentliche Ration für ihn zusammen. Ich finde das Irgendwie habe cool. ich das Gefühl, dass der sich mutiert danach Ja, irgendwann. natürlich, und den notiert er sich. Das ist doch voll lustig. Komm, lass das Übrigens, tun. die Skag-Zungen sind auf der anderen Seite der Karte. Sollen wir dann hier rechts hochgehen oder sollen wir dann erstmal Richtung eine andere Quest gehen? So, lass uns. Nee, auch komm, lass uns das doch in einem machen, oder? Also wir müssen sowieso noch da unten, also für alle drei Ach Quests. so, ja, dann dahin. Dann würde ich aber sagen, fangen wir mit der an, die zeitlich begrenzt ist, oder? Ja, gut, hast recht. Dann hier lang. Kommst du? Ja, so, ja. Ich wollte dir gerade einen Kopfschuss geben. Ja, ich muss den Skeck einen Kopfschuss geben, wenn der mal dann mutiert. Werde ich im Notfall auch, ja? Ja. Da bin ich ganz untierfreundlich. Und Was ich so tierfreundlich. glotze, Was? fragst du? Das glotze ich Ja, pass hier. auf, wer? Achso, schade, ich wollte ihn auch verprügeln. Wollte ich nur mal gesagt haben. Schön, dass wir uns gegenseitig im Weg stehen. Sehr gut. Jetzt Ganz Zug, los, klar, komm, Mann. los, komm. Ah, verdammt. Ey! Schade, dass man sich gegenseitig keinen Schaden machen Ja, kann. das wäre, glaube ich, ganz schön kacke. Hey! Das wäre ein Problem, ja? Ja, wo kommt das jetzt auf einmal her? Hä? Irgendwas trifft mich gerade. Also, der Überblick ist echt. Ja, komm, vergiss es, lass ihn einfach stehen, oder? Dein Interface sagt dir, aus welcher Richtung du getroffen wirst. Nur so Glaubst du, als ich würde auf mein Info. Interface gucken? Du guckst auf deinen Bildschirm. Ja, aber ich guck doch nicht Und das auf. Interface ist überall in deinem Bildschirm quasi. Ach Ist der unter so. der Treppe? Ah, ne, der ist da. Also. Kommt noch einer! Warte, 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 komm her, komm her, komm her! Ach, jetzt, Mensch, jetzt. Ach. Jetzt lass mich in Ruhe. Der ist von mir weggelaufen, ich konnte ihn nicht verprügeln. Kommst du? Ja, bin ja hinter dir. Irgendwas bolzt zwar schon wieder hier, Ist ich weiß, was egal, geht. komm. Ne, jetzt war ich nicht. Ja, das sollte Wo er sein. sind Miet? Wo sind Mie? Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt erstmal nicht einen auf tierfreundlich. Später wieder. Ach komm, die lassen Bolzen wir ein einfach bisschen auf stehen. Tiere. Nö, 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 ich meine. Ach nee, warte mal, das heißt, es ist ein Widerspruch in Hier sich, sind ne? Skags. Wir sind tierfreundlich und auch nicht tierfreundlich. Den muss man ins Maul schießen. Oh Gott. Warte mal, nehme ich lieber was anderes. Das nehme ich lieber das MG. Ich glaube, das funktioniert besser. Aber ich finde, Oh! das klappt so allgemein ganz gut. Ja, aber du erschießt sie doch einfach nur, oder? Ja. Ja, aber sammelt Achso, man wir dann. müssen. Ja, eben. Ah, schade. Stand das da vorhin, oder? Ne, nimm Ah, nee. Skag-Zungen auch, steht da Oh, nur. so. Die kann man einfach so anscheinend. Oh, cool. Das muss einfach nur ein paar Skeks töten. Okay. Und hier liegt eine Schrotze. Eine Schroze? Die hat einen Skek ausgekotzt. Nein, die kam aus dem Kackhaufen raus. Ah! Also im Prinzip hat sie den Skek ausgekotzt, nur auf der anderen Seite. Übrigens, hier ist ein Aufzug, den wir die ganze Zeit nehmen können. Ja, dann mal los. Um Warte mal. hochzukommen. Nee, warte. Ja, wir müssen den auch nehmen für die Quest. Ach, Kommst der. du? Ja, nur ich dachte gerade, das wäre der Boden da oben. Der würde gleich runterkommen. Dafür bist du im falschen Spiel. Ja, das stimmt. Das wäre hier bei Indiana Jones oder so. Oder bei Tomb Raider. Oh, Oder bei Dark Souls. Tomb Raider ist ein gutes Spiel. Bei Dark Souls so einen coolen Aufzug, der, glaube ich, immer weiter hoch und runter fährt. Und wenn du an der falschen Stelle Oh, Tunnelratten. einsteigst und an der richtigen, nicht an der richtigen aussteigst, dann bist du Matsch. Was wollen wir jetzt hier eigentlich machen? Also, vor uns Hat nicht irgendwie geklappt. ist. Okay. Ja? Fang dir einen ferngesteuerten Zug. Wir müssen den fangen. Ja. Du kannst dir aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen. Schließe die Tür am Ende des Gleises, bevor die Bombe sie erreicht. Ende Okay, des soll ich Kreises. wieder, warte, wo ist denn die? Wo ist denn die Bombe? Wo ist die? Erst Wagen wenn wir den. starten. Okay, gut. Warte mal, der Wagen fährt los, okay? Denk dran, dass wir hier wieder Gegnerprobleme haben, die ziemlich fett Schaden machen. Ja. You remember the Laborratten, oder? Ja. Boah, das war knapp. Gut gemacht. Hat Jetzt dich. schnapp dir die Bombe. Verflucht, du bist echt stark. Hä? Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngleis und bring es auf Kollisionskurs mit dem Iridiumzug des Sheriffs. Habe ich jetzt gerade wirklich den die Lore Plus
die Bombe aufgenommen. Ach so. Das hatten wir irgendwie letztes Mal anscheinend irgendwie verkackt oder so. Wir müssen jetzt hier hoch. Ja, warte, ich muss ein paar Tunnelratten verprügeln. Komm einfach in meine Richtung, ich säuber. Weil die sind echt ganz schön stark, die Viecher. Das sehen ziemlich scheiße Labor. Aus. Also, ich weiß es nicht, ob ich auf ordentlich eine auf die Fresse bekommen. Du siehst ja, wo die Quests sind, zeigt, oder? Ja, warte mal kurz. Nein, hat nichts gebracht, schade. Ja gut, komm, in die Richtung. Ah ne, ist noch da. Ja, hinten. Ja, oh, da kann man es hinstellen. Easy. Sehr gut. Oh, piss auf. Ich erzähl dir jetzt was über Brick. Wir schnappten ihn beim Fall von New Haven. Er hat seine Freunde nie verraten. Aber sein Hündchen, so ein kleines braunes Fellknäuel. Vorsicht, links vor dir. Als er seine Hände um seinen Hals gelegt hatte, drehte Brick durch. Er konnte das Genick kaum brechen. So laut hat Brick geschluchzt. Ich meine wirklich geschluchzt wie ein Baby. War jetzt. Ziemlich peinlich. Ja. Brick ist halt ein eigentlich anständiger Mann. Ja, wenn du dich nicht umbringst, kannst du mich liegen lassen. So. Ja, okay. Ja, ich habe nur den einen umgebracht. Den anderen habe ich in Ruhe gelassen. Du gehst hin und ich clear hinter uns? Wenn ich... ja, kann ich machen. Weil du ja die Aufnahmen machst. Ja, ja. Ja, sinnvoll, wenn du zeigst, worum es geht. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Ich kill gerade nochmal Mad Dog. Wo ist es? Ah, verdammt! Nein, nein! Ah, oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Wo bist du runtergefallen? Ja, da hinten irgendwo. Ich dachte, ich müsste in die Richtung, aber anscheinend musste ich nicht in die Richtung. Da hast du hast noch 2 Minuten Zeit, 2,5. Ja, wenn ich wüsste, wo ich hin. Ach, da muss ich hin. Oh Gott. So knapp, ich brauche ein bisschen Zeit, da hinzukommen. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich würde dir so gern sagen. Aber dafür muss ich gerade erstmal. Scheiße. Mein Problem ist, dass ich auch. Du bist auch hier richtig. Ja, ja, jetzt, aber wohin? Hier. Da hoch. Ah, da hoch. Okay. Ja, gut, okay. Okay, die ist... Nein, ich häng fest. So, jetzt. Du darfst den Zünder erst aktivieren, wenn er direkt am Zug ist. Oh, geil. Nein. Verdammt. Hat es nicht funktioniert? Hä? Hat es jetzt funktioniert oder nicht? Weiß nicht. Ich bin tot. Du sagst den ersten, wenn er genau direkt am Zug ist. Ah, weil komisch. Oben der Slack ist nämlich runter. Seltsam. Ich dachte, ich hätte es geschafft, weil er hat nämlich gebremst und dann kam von oben Slack und anscheinend, aber er ist nicht abgestürzt. Seltsam. Naja gut. Da hat es wohl nicht geklappt. Noch ein Versuch oder? Ach kacke, wir müssen die Quest ganz vorne wieder annehmen dafür. Ja, wir müssen ja eh, ich weiß nicht, wir müssen ja eh nochmal zu dem kleinen Skaggy, oder? Ja, dann lass erstmal jetzt hier die anderen Sachen machen. Ja, genau, machen wir das. Ja, jetzt haben wir mal gesehen, wie es aussieht, wenn es nicht funktioniert. Jetzt probieren wir es gleich mal so, dass es funktioniert. Ich warte hier hinten auf dich. Ja, warte mal, ich hau mal kurz einem hier zu Brei. So, jetzt. Ich war ein bisschen überfordert, weil ich wusste gar nicht genau, was jetzt da ansteht. Aber es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil halt einfach unglaublich viele Informationen hier auf einmal kommen. Warte, ich helfe dir. Ich möchte mein Gewehr gerade verstehen. Ah, das ist das, was so komisch fliegt. Oh ja, sieht cool aus. Das war ich. Sorry. Gut. Immerhin sind das wohl mehrere Patronen jedes Mal. Ah, die fliegen so krass, ne? Hui! Das sind wie Golfbälle. Voll cool. Ja, gut, das komm. Das Problem ist, meine Pumpgun ist leer, deswegen bin ich auf andere Waffen umgestiegen. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Durchsuche den Friedhof. Hier vor uns. Irgendwas. Was für da vorne sind wieder Skag, sehr gut. Ja, wie viel... warte mal, ja gut, zu spät. Du hast schon angefangen. Oh, da oben ist noch einer. Ja, ich dachte irgendwie, vor allem wie viel Zeit wir... Ach so, stimmt. Sorry, die Zeit ist abgelaufen. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ja, dann machen wir halt jetzt hier, hier einen Cut, so hier, warte. Ja, wo ist er? Jetzt. Okay, wunderbar. Ja, dann... Hier, nen. So, jetzt aber. Cut. So, dann kommen wir ein bisschen nach hinten.
Okay, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Runde, in der nächsten Aufnahme, zeigen wir nochmal eine richtige Aufnahme, wie das richtig mit dem Zug funktioniert. Ne? Hoffentlich oder übernächste. Ich muss mal Ja, gucken. oder so. Und dann werden wir dem kleinen armen Skag ein wenig helfen, indem wir ihm ein paar wunderbare geschmorte Skag-Zungen zubereiten werden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, Leute? Jo! Dann bis dann. Macht's gut.